Hey, ja, wir sind heute bei FIFA 17 mit St. Pauli und ihr fragt euch jetzt, warum kommen zwei Folgen hintereinander mit St. Pauli? Was ist mit Bremen? Ganz einfach, ich habe heute nicht allzu viel Zeit und dann bringen wir heute mal ganz kurz die Transferphase beziehungsweise, ja, bis zum ersten Spiel die St. Pauli-Karriere voran. Denn wir haben jetzt schon 18.08 Uhr und jetzt muss ich hier keine Spiele spielen. Heißt, ich kann auch heute noch eine Folge bieten und dann kriege ich das so hin, dass fast jeden Tag eine Folge kommt. Das möchte ich nämlich, denn ich möchte euch, wie gesagt, auch was bieten. Und wie gesagt, ne, morgen geht es dann mit Werder Bremen weiter. Nur ich habe heute ein wenig Zeitprobleme gehabt. Und natürlich wollen wir auch die Transfers vorantreiben, wo ihr im Übrigen auch wieder richtig geile Transfervorschläge gemacht habt. Richtig nice auf jeden Fall. Also nochmal einen Daumen nach oben für euch und ihr könnt natürlich auch einen auf dieses Video geben. Weil, ne, ich setze mich hier nochmal hin, ne, nehme jetzt auch für euch auf. Ne, wie gesagt, mit Werder Bremen geht es dann morgen weiter. Wir werden uns jetzt hier noch um die Transfers kümmern. Weil, hätte ich jetzt mit Werder Bremen noch aufgenommen, hätte das wahrscheinlich heute nicht mehr hingehauen. Weil dann hätte ich halt zwei Spiele gespielt, dann schneiden. Und bei einer Transferphase muss ich halt nicht wirklich schneiden, da bin ich jetzt auch mal ehrlich. Ich habe noch einen Spieler vergessen, der mir auch öfter mal genannt wurde. Und zwar Serhou Guirassy von Köln. Der wird allerdings nicht zu uns kommen können, weil der ja gerade erst nach Köln gewechselt ist und echt leider sehr oft verletzt. Der tut mir auch ein bisschen leid, muss ich gestehen. Aber viel Ahnung habe ich von dem jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil woher auch, der ist ja immer verletzt. Wir werden jetzt die Spieler hier noch eben trainieren. Und wie gesagt, es kamen noch mal einige Vorschläge dazu, die ich auch interessant fand. Hier, warte, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ich glaube aber schon, ne? Ich glaube, da sind auch ein paar Standard-Talente dabei. Aber andere, von denen ich noch nicht so viel gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Und einen Vorschlag, muss ich im Übrigen sagen, fand ich richtig nice. Der wurde mir auch bei der Werder Bremen-Karriere vorgeschlagen. Aber für die Werder Bremen-Karriere fand ich den ein wenig zu schwach. Und zwar Jordan Morris. Finde ich mega interessant. Ist nämlich auch ein schneller Stürmer, ist 21 Jahre alt, hat noch Talent. Das ist also richtig, richtig nice. Von Seattle Sounders. Der kann uns also auch richtig weiterhelfen. Heißt, wir schicken mal eine Anfrage. Das wäre so mein Wunschstürmer. Wen ich natürlich auch mega interessant fand, den habt ihr mir auch genannt, war Connor Chaplin. Muss allerdings sagen, ich will einen Stürmer haben, der uns sofort helfen könnte, also einen schnellen. Connor Chaplin hat, glaube ich, 64 Punkte. Wäre der also nicht schade, aber ist halt so, ne? Und hier muss ich wirklich sagen, dass ich an John Morris schon sehr interessiert bin, weil der ist schnell, der hat anscheinend auch nicht so eine schlechte Stärke. Der könnte uns, glaube ich, richtig, richtig gut helfen. Und ja, wäre, glaube ich, richtig nice. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe manchmal das Gefühl, dass mir manche Leute in den Folgen nicht richtig zuhören. Weil zum Beispiel Patrick Schick, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, der ist jetzt kürzlich dahin gewechselt, können wir nicht holen, wird mir noch vorgeschlagen. Oder wird gesagt, schau den dir bitte nochmal an. Habe ich doch, ich kann nicht immer alle fünfmal anschauen, wenn ich die schon abgehandelt habe, mehr oder weniger. Und wenn halt, ich kann nicht Spieler kaufen, die gerade erst gewechselt sind, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Hier zum Beispiel so ein Philipp Ochs kam noch dazu, der wäre natürlich interessant zu leihen, müssen wir mal schauen. Jordan Ibe, den finde ich selber interessant. Und dann kam halt auch natürlich Leute, fand ich einen ganz witzig mit, der hat mir keine Ahnung wie viele Arminia Bielefeld-Spieler vorgeschlagen. Mit Nöte, Görlitz, der war glaube ich mal bei Pauli, bin mir aber unsicher. Und Klos zum Beispiel. Aber jetzt keine Spieler, die ich jetzt unbedingt bei uns sehen würde. Hier Tom Davies, das weiß ich, das ist ein relativ großes Standardtalent, aber ich würde diesen Salih Özcan, den möchte ich gerne haben. Ich glaube, den leihen wir zur Not auch einfach mal so für eine Saison aus, weil ich halt auch mal interessiert bin, wie der sich so spielen lässt und so. Und ich glaube, mit Pauli kann man das eigentlich sehr gut machen, weil mit Werder Bremen, ne, da müssen wir mittlerweile auf andere Sachen achten, beziehungsweise auf stärkere. Dann ist es hier nochmal was anderes, sage ich mal. Ja, natürlich will ich die Transfers hier auch so gut wie es geht realistisch halten, weil das ist halt so mein Ding, sage ich mal. Und wie gesagt, seid auf gar keinen Fall sauer wegen Werder Bremen, kommt morgen, nur heute aus zeitlichen Gründen halt St. Pauli, weil ich möchte halt selber versuchen, dass wirklich jeden Tag wenigstens eine Folge kommt. Das ist halt so derzeit mein Anspruch, mehr oder weniger an mich. Im Übrigen zu Arthur Sobiech und Lecky, da habt ihr gesagt, Arthur Sobiech ja, manche nicht. Da war auch ein Vorschlag ganz cool, zur Not halt im Winter holen. Wäre auch eine Möglichkeit, also den dann mit einem Vorvertrag sichern. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber so Arthur Sobiech waren die meisten ja, bei Matthew Lecky eher weniger. Deswegen ist Matthew Lecky erstmal raus. So, Köln möchte den nicht mit einer Kaufoption verleihen, deswegen machen wir mal ein Jahr. Künftige Ablöse machen wir nicht gesetzt, heißt, den leihen wir nur aus. Ist auch relativ realistisch, finde ich. Kann man also gut machen. Vitor Berisha 1,7, da bin ich, glaube ich, eher an Morris interessiert. Wir werden allerdings jetzt erstmal Räder ja, willkommen heißen. Yay. Erster Neuzugang? Ich glaube schon, ne? Könnte gut sein. Leonardo da Silva Lopez. Ich habe bei manchen, als die auf die Wunschliste gemacht habe, schon einen Antrag geschickt. Einen Heiratsantrag, ha.
Läuft ein Jahr aus, aber 500.000 können wir sich doch mal für ein Talent holen, ne? Warum auch nicht? Und ja, hier ist es vielleicht mal möglich, dass ich auch mal den einen oder anderen Spieler hole, der auch ein bisschen mehr Standardtalent ist. Ein bisschen mehr, aber auch nur. Die wollen 2 Millionen für Philipp Ox. Sollen wir den nur ausleihen oder kaufen? Ich glaube, ich versuche den mal zu kaufen. Sagen wir 700.000. Ich bin vor allem auch selber interessiert an dem, weil er auch Linksverteidiger spielen kann, was natürlich ziemlich, ziemlich nice ist. Und wie gesagt, Gourassi ist halt gerade erst gewechselt. Bei Reda im Übrigen, da haben manche gesagt, oh, hol doch nicht Reda, hol doch lieber Zetterer. Ihr müsst verstehen, dass ich mit Reda eine kleine persönliche Beziehung habe aus der MSV-Karrierezeit. War einfach ein super Keeper und so, deswegen wird er unser Erster, tut mir leid Himmelmann, aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich mir den nicht mit dem MSV holen, weil wir dann einfach einen Flecken haben. Deswegen sehe ich das gerade noch so als eine Chance, den Reda nochmal zu benutzen. Und vielleicht können wir den Himmelmann ja in irgendeinen Transfer mit reinmischen, sag ich mal. Was natürlich nicht so schlecht wäre. Und hier noch ein bisschen nach oben, überhöhtes Angebot. Sinan Kurt will nicht. Ingolstadt, haben wir für Lecky mal mit 6,5 Millionen. Oh, das wird doch dann schon wieder nix. Ich habe einen Plan. Wir hauen jetzt doch einmal Himmelmann mit rein. Werden bestimmt ja sagen, weil wäre natürlich mega realistisch. Weil ja, Himmelmann hat ja fast einen Wert von 5 Millionen. Fast. Karlsruhe SC ist schwierig einzuschätzen. Schauen wir da mal hin. 11. Kaiserslautern 14, Heidenheim 16 mit Marc Schnatterer, Hannover nur 2. Krass. Fürth vor solider Saison 9. Was gibt's hier schon von uns? Nein, nur Transfersachen. Was auch sonst. Wenn ein Transfer nicht mehr nur ein Transfer ist, dann ist es der Transfer. Ach, keine Ahnung, ich laufe voll im Bullshit. Aber ihr kennt doch bestimmt diese Werbung, ne? Wenn ein Auto das alles zu bieten hat, dann ist es das Auto. Keine Ahnung. Sparta Rotterdam, wen wollte ich denn da haben? Arik van Drongelen. Natürlich wollte ich den. Eine Ahnung, ich finde ihn ganz interessant, weil er irgendwie recht groß ist. 65 Punkte, das geht halt auch noch. Talente haben wir eh kaum. Poyampalo. Ich habe irgendwie keinen Bock, 3,3 Millionen zu zahlen. Ich meine, dafür mal, wir gehen jetzt bei Poyampalo einfach 100.000 Schritte nach oben. Ja, 100.000 Schritte nach oben. Lalalala. Das ist fast, als würde ich in Skyrim diesen Graubärteberg da besteigen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Mann, bin ich peinlich. Gehen wir aber auf 2,7 bei Sobiek. Sobiek hätte ich natürlich extrem gerne. Da bin ich ganz ehrlich. Fände ich mega cool, wenn der kommen würde. Sieht natürlich derzeit mega eng aus. Andre Green hat akzeptiert. Und wir haben Maurice Jerome Litka verkauft. Gut, 200.000 für uns, würde ich mal sagen. Andre Green. Wie viel würden wir zahlen? 700.000. Wir warten mal eben. Wäre natürlich machbar, aber dann hätte ich doch vielleicht lieber Philipp Ox. Glaube ich. Peterborough United hat da abgelehnt. Gucken wir nochmal, da Silva Lopez. Ich will natürlich für den nicht zu viel zahlen, weil wir haben auch, wenn wir ehrlich sind, nicht gerade die beste Position für den, weil wir haben derzeit einfach kein Zettel Emma. Wir gucken gleich auf jeden Fall nochmal bei Leuten, die wir nur auf der Wunschliste haben. Und was ich auch witzig fand, hier mit Chanturia, wir werden ja auch ganz viele MSV-Spieler immer vorgestellt, was ich ja witzig finde. Da schreibt mir in die Kommentare, wie wäre es denn, wenn du Chanturia leihen würdest. Das haben wir in der letzten Folge versucht. Nur so als Tipp nebenbei. Kann man ja mal vergessen. Wir nehmen ja jetzt erstmal ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Choi raus und Reda, der hat eigentlich noch Talent. Der wird jetzt angezeigt, der hat keins, aber der hat eigentlich. Weil manchmal ist es auch bei Spielern so, manchmal wird der angegeben, vielversprechender Spieler und manchmal nicht. Das ist ganz lustig, aber der ist 22, der kann, das ist Torwart. Heißt, die werden eh ganz schnell hochgelevelt. Ist halt nun mal so. Torwarttraining ist ein bisschen OP in FIFA. Ein bisschen. Paul Seguin. Hä? Ja doch, das machen wir. Ich will den. Nein, den doch nicht. Scheiße. Ich wollte es Özcan akzeptieren. Alter, das ist jetzt doof, ne? Scheiße. Ups. Naja, vielleicht ist Sanguin ja gar nicht so ein schlechter Spieler. Man muss sich vorstellen, ja, jetzt findet ein echter Transfer statt. Jetzt findet ein Transfer statt. Und was passiert dann? Du unterschreibst aus Versehen das falsche Formular und schickst das ab. Ja, gut.
Scheiße. Was ist dumm gelaufen? Was eigentlich mit... Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Ah, oh, Seguin. Na, no, schlecht ist er ja nicht, sag ich mal, ne? Kann man ja mal machen, ey. Ja, für was auf der Bank? Da können wir Nerik eigentlich verkaufen. Hätte ich auch noch nicht, ey. Da hatte ich echt noch nicht, da die auch so den Transfer tätige. Gibt Sachen, die passen. Scheiße! Ach du Kacke! Egal! Gut, wir haben jetzt einen 19-3 defensiven Mann. Aus Versehen. Also wenn jetzt erst war. Ist ein realistischer Transfer, der verdient nur relativ viel monatlich, ist mir gerade aufgefallen. Aber naja, wir werden jetzt erstmal. Oh mein Gott, ist das dumm. Egal, tut mir leid, Nerik. Deswegen landest du jetzt einfach mal auf der Transferliste. So kann's laufen, meine Freunde. Wie gesagt, einfach mal aus Versehen Vertrag unterschrieben. Ja, okay. Hab ich. Warte mal eben. Habe ich das gerade richtig gesehen? Wer kommt auf so einem Bullshit? Du hast am Freitag ein zweites, dein erstes Zweitliga-Bundesliga-Spiel. Einen Tag später, ups. Einen Tag später, am Samstag, hast du, das DFB-Pokalspiel gegen Aue. Ihr merkt schon, ja, ich bin gerade plimplim im Kopf, weil ich damit nicht zurechtkomme. Wer macht denn so ein Bullshit? Da verlegt man das auf Dienstag oder Mittwoch, aber doch nicht am Samstag, wenn du Freitag spielst. Überhaupt DFB-Pokal am Samstag. Mit der F. Da wisst ihr, was die ersten beiden Partien in diesem Part sein werden. Nicht in diesem Part. Quatsch. Im nächsten Part sein wird. What the hell? Hoffentlich wird das noch verlegt. Was ist denn das für ein Bullshit? Bullshit. Ja, da wurde ich jetzt mal kurzzeitig gestört und ich bin jetzt voll aus dem Rhythmus draus. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich geredet habe. Heißt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Aber auf jeden Fall ist der Callum Patterson, der wirkt... Oh, wir sind ganz cool als Rechtsverteidiger. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Seguin. Gott sei Dank. John Morris wäre auf jeden Fall noch cool. Und dann schauen wir eben. Thomas, Olivier, Ermang. Das sind jetzt alle Leute, die ihr irgendwie vorgeschlagen habt. Die aber dann irgendwie teilweise schon so wirken, als ob... Die schon ein paar kennen. Ey, Wigwig is on fire. Na, 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 na. Wäre natürlich irgendwie witzig. Schicken dir einfach mal eine Anfrage, wer weiß. Connor Chaplin, muss ich sagen, ist auch ziemlich cool, aber wenn wir dann natürlich Jordan Morris bekommen sollten, der glaube ich ungefähr dieselben Werte hat, nur in besser, würden wir uns dann doch für Jordan Morris entscheiden. Aber ich habe gerade schon gelesen, dass der ablehnt. Nice. Beziehungsweise, aber die sind am Torwart interessiert. Dann gehen wir doch mal einen 500.000er Schritt nach vorne. 1,5 Millionen plus Himmelmann, das kann man mal annehmen. Seattle. Sparta Rotterdam hat angenommen. Für Rick... Van Drongelen. Gesundheit. Sagen wir einfach mal 2,2 ist halt nicht viel, ne? Weil solche Spieler kriegst du halt echt relativ billig, was gar nicht so schlecht ist. Muss man sagen, ist wahrscheinlich auch relativ Standardtalent, aber ich habe keine Ahnung. Auch Leverkusen, ey. So viel will auch keiner zahlen. Da war 2,2 Millionen. Na, wahrscheinlich, wenn wir erstmal Morris haben, warten wir ein bisschen. Lubiak wäre natürlich nice, aber die wollen den ja einfach nicht verkaufen. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Ah, wir haben Paul Seguin. Das ist einfach der Wahnsinn, ey. Und VfB Stuttgart will die Meisterschaft. St. Pauli macht ein Schnäppchen. Ja, Seguin, hi. Tabelle 15. Da bin ich aber... Nein, nein, das ist 15. Also, welcher will nehmen die denn, ey? John Morris, schauen wir mal eben. Ja, der hat natürlich geile Werte, ne? Dann trainieren wir den noch ein bisschen. Wäre nicht so schlecht. Peterborough United. Wie viel wollen die denn für den, Alter? Da. 650.000, ey Leute, sein Vertrag läuft in 11 Monaten aus, ne? Ihr solltet jetzt mal keine Show machen. Gucken wir mal eben. Anfrage zu Wilgwick. 3,3 Millionen. Wir geben euch aber nur, weil der on fire ist. 800.000. Ne, man kann sich ja da natürlich noch Gedanken drüber machen. Ging aber irgendwie kaum Angebote, ne? 64 Punkte. Ist natürlich arschschnell. Aber mehr kann er auch nicht als Rennen. Philipp Ox. 65. Ja, die Frage ist, haben wir
Hat Hoffenheim irgendwas gesagt? So, ich war gerade kurz ein bisschen abwesend. Moment, gescheiterte Transfers. Ox. Wäre natürlich nicht kacke. 800.000, wir gehen mit kleinen Schritten voran und wenn die Nein sagen, sagen die Nein. Also, was habe ich da zu verlieren? Gibt halt noch viele andere. Oh yeah. So. Mich interessiert doch nur, was Seattle will, Alter. Weil immer so Borta darf spielen. Poyampalo, dann bleibt er einfach weg. Schauen wir eben bei Linzmeier. Ja, brauchen wir nicht, wir haben Seguin. Benatelli, der wurde mir auch noch vorgeschlagen. Den werden wir auch nochmal beobachten. Eisfeld ist erst kürzlich dahin gewechselt. Aber ich würde mal sagen, wir holen uns einfach mal Rick van Drongelen. Ist auch nicht teuer, kann man machen für 700.000. Ist wahrscheinlich auch Riesentalent. Ja, sagen wir erstmal ab bei Andrew Green. Ich weiß, arschig, aber dann konzentriere ich mich doch ein bisschen lieber auf Philip Ox. Okay, mich regt auch ein bisschen auf, dass sich der Morris, beziehungsweise dass sich der Verein von Morris nicht mehr gemeldet hat. Ist nicht so schlimm, würde ich mal behaupten. Die sind auf jeden Fall an Himmelmann interessiert, was für uns nämlich gut ist. Würde ich mal behaupten, wir müssen auf jeden Fall Sobota mitnehmen, nehmen wir für den mit. Seguin, würde ich sagen, startet erstmal von der Bank aus. Dann haben wir noch Van Drongelen. Der nicht langsam ist, das gefällt mir ganz gut. Müssen wir auf jeden Fall trainieren, den Jungen, ist auch Linksfuß, okay. Heißt, wir haben auf jeden Fall die ersten Neuzugänge mit St. Pauli getätigt. Das hat doch einen Daumen nach oben verdient, oder? Ich hoffe, wir kriegen wieder so um die 150 so zusammen, wäre natürlich richtig nice. Weil das war's dann auch jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe dann natürlich, dass wir dann in der nächsten Folge eventuell noch Jordan Morris verpflichten können, was natürlich richtig nice wäre. Wir haben jetzt eigentlich schon ganz gute Transfers getätigt. Wenn ihr jetzt natürlich noch irgendwie ein paar sagt, den Junge, den musst du dir anschauen. Und dann schaue ich mir den an. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von Patrick Ox? Quatsch, heißt ja nicht Philip Ox. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Philip Ox haltet. Und ja, wir haben jetzt Seguin aus Versehen verpflichtet. Özcan geplant verpflichtet und Rick van Drongelen. Sind ganz gute Transfers. Jetzt hoffe ich noch auf den guten alten Morris in der nächsten Folge. Und wie gesagt, haut in die Tasten, wenn ihr sonst noch so cool finden würdet. Was haltet ihr von den bisherigen Transfers? Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen nach oben geben nicht. Und natürlich die Kommentare nicht. Vielen Dank. Ciao.